führe die Therapie mit Fettzellen zur Behandlung der Arthrose jetzt seit über 4 Jahren durch. Ich habe mittlerweile weit über 100 Patienten behandelt, die meisten davon am Kniegelenk. Die zweitgrößte Gruppe wurde am Hüftgelenk behandelt und vereinzelt werden Sprunggelenk und Schulter behandelt. Seit beinahe 4 Jahren werte ich alle Patienten wissenschaftlich aus. Ich nutze dazu ein Tool, es heißt Surgical Outcome Survey, SOS-Tool. Und dort werden die Verläufe durch regelmäßige wissenschaftliche Fragebögen abgefragt, überprüft und es werden auch alle relevanten Scores ermittelt, wie sie üblich sind für wissenschaftliche Studien. Das erste Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studien liegt jetzt aktuell vor. Darin zeigt sich über die Gesamtheit der Patienten eine geringe Unterlegenheit gegenüber einem endoprothetischen Ersatz bei gleichermaßen schweren Knorpelschädigungen. Der Unterschied ist natürlich ein deutlich geringerer Aufwand und eine kürzere Nachbehandlungszeit. Der Ablauf der Therapie ist schnell erklärt. Die Behandlung wird in den allermeisten Fällen ambulant hier in der Praxis durchgeführt. Sollte eine operative Indikation bestehen oder sollte beispielsweise die Gegenseite am Kniegelenk behandelt werden, kann der Eingriff auch operativ erfolgen, in der Regel ambulant. Dauer insgesamt etwa 1,5 Stunden. Der Eingriff erfolgt in einer lokalen Betäubung der Bauchdecke. Dafür benötigen wir nur einen etwa 1 mm großen Schnitt. Um den zu setzen, setzen wir vergleichbar wie beim Zahnarzt eine kleine örtliche Betäubung. Über diesen kleinen Schnitt wird dann mit einer Kanüle, die ganz viele Öffnungen hat, ich vergleiche das immer mit einem Gardena-Gartensprenger, eine betäubende Lösung, eine Tumineszenzlösung unter der Bauchhaut verteilt, also weit oberhalb der Muskulatur und den inneren Organen. Wir sind ganz flach unter der Haut. Die wirkt etwa 20 Minuten ein und dann kann für den Patienten in der Regel schmerzfrei eine kleine Menge an Fettgewebe entfernt werden. Kleine Menge bedeutet ungefähr 30 Milliliter. Die werden mehrfach zentrifugiert, erst um die Tumineszenzlösung von dem Fett zu trennen und dann nach einer mechanischen Zerstörung der Fettzellen, um das Öl in den Zellen von den Zellwänden zu trennen. Die Zellwände sind das, was ich haben möchte. Da sitzen die Wachstumsfaktoren, da sitzen die Stammzellen und die werden durch diese Kombination aus mechanischer Zerkleinerung und Zentrifugation gewonnen. Abschließend wird dann dieses stammzellreiche Gemisch zusammen mit körpereigenem Plasma in 2 Schritten in das Gelenk oder besser gesagt auch in den Fettkörper des betroffenen Gelenks appliziert. Nach etwa 1,5 Stunden ist die Behandlung abgeschlossen und der Patient kann wieder selbstständig nach Hause gehen. Die Nachbehandlung ist natürlich im Einzelfall unterschiedlich. Wenn bei einem Gelenk wie beim Kniegelenk ein Bereich innen oder außen mehr betroffen ist, umfasst die Nachbehandlung regelhaft eine entsprechende Schiene, die dazu dient, rein mechanisch das Gewicht von dem behandelten Bereich zu nehmen. Eine gesunde Ernährung, ein möglichst aktiver, aber nicht zu stark belastender Lebensstil sind entscheidend. Möglichst kein Nikotinkonsum, weniger wegen der Lunge, sondern mehr, weil Nikotin die Gefäße verengt und damit den Stoffwechsel, die Regeneration im Gelenk, am Gelenkknorpel verhindert bzw. deutlich erschwert. Ein weiterer Vorteil der Methode ist, dass wir auch mehrere Gelenke gleichzeitig behandeln können. Häufig lassen Patienten beide Kniegelenke oder ein Kniegelenk und das Hüftgelenk behandeln. Da gab es bislang schon die unterschiedlichsten Kombinationen. 3, maximal 4 Gelenke sind in einer Behandlung möglich. Auch das ein Vorteil natürlich gegenüber einem Gelenkersatz, der in der Regel nur für ein Gelenk durchgeführt wird. Wenn die Therapie gut anschlägt, kann sie auch wiederholt werden. Ich habe bislang in etwa 4 Jahren die Therapie nur einmal wiederholt. Es ist aber davon auszugehen, dass nach einem Zeitraum von 2 bis 5 Jahren eine Wiederholung notwendig ist. Interessenten können mich gerne über das Internet kontaktieren oder eben telefonisch. Nutzen Sie doch einfach die Seite der Beta-Klinik oder meine eigene unter markusklingenberg.de.